Yo Leute, ich bin Seraph von der Kanokranats, willkommen zurück hier bei Monster Troy Ultimate. Ihr seht schon, wer ist denn da mit dabei? Hey, Prinz Albert, servus Leute, willkommen. Ja. Mein erster Auftritt hier in Troy Ultimate. Ich habe jetzt ganz viel offline gefarmt. Sympathisch. Ja, ihr seht schon meinen roten Namen. Das hat den Grund, dass ich, Jäger 32, mit Cornelius schon vorgespielt habe und die Remiralis schon platt gehauen habe. Die Synchro habt ihr vielleicht gesehen inzwischen. Und ja, jetzt geht's aber weiter hier im G-Rank, wie versprochen, mit Prinz Albert wieder mal zurück und ich aktiviere gleich Drachentöte, was mir Drachenabwehr beschert. Das ist ja gegen Rosa Ratian auch sehr viel bringt. Ja, Rosa Ratian sperrt, du hast ja Drachenangriff. Ich hab versucht, mir Schwarzgürtel reinzuhauen, damit ich weniger Ausdauer verliere beim Rollen. Schwarzgürtel. Ja. Mein Lieblingsgürtel. So, okay. Gut, ich wollte noch schnell schauen, ob es einen neuen Hammer gibt zu machen. Es gibt immer zufällig einen neuen Hammer zu machen, Dave. Immer wenn du zu diesem Schmied gehst. Warte, Waffe verbessern. Nein, Waffe schmieden. Ich wollte nämlich gucken, und zwar... Hammer. Wo ist der Eisbrecher? Den wollte ich machen, aber ich habe kein Geld. Verkauf schnell irgendwas. Moment, ich muss mir irgendwas verkaufen. Ich wollte nämlich den Eishammer machen. Der wird nämlich nachher richtig nice, Alba, erzähl mal, was da abgeht. Ja, es ist dann am Ende der stärkste Eishammer im Spiel. Soweit ich es auf die Schnelle überblickt habe und ich habe relativ genau geschaut. Wirklich? Doch. Was soll denn sonst der stärkste Eishammer sein? Es gibt sonst keine Eishammer, außer irgendwelche random. Weiß ich, was sie verkauft? Keine Waffen auf jeden Fall. Geh mal raus aus dem Menü. So, Objekte, und geh auf Objekte, oder? Auf Objekte. Oh, ganz unten. Verwalten. Verkaufen. Ach genau. Was hast du denn oft gemacht? Keine Ahnung. Die Remiralis. Höllensinoko, du hast ja... Nee, Moment, ich weiß, was ich verkaufen kann. Und zwar vom... Allein Zinokre Panzer zu 20. Nee, von den Höllensinoke, wo ist er denn? Hab ich doch gerade eben gesagt. Ach so. Da, genau, da, von Höllen. Das da, das ist auch, was es bringt. Das da? Da. Genau, verkaufe ich mal. 16 Stück, dann hast du noch 10, das reicht ja doch locker. So, und dann schauen wir mal, was ich noch hier hab. Schönes. Irgendwas, was ich... Ja, Cortex. Also der... Drachenhaar. Oh, Cortex. Cortex, das da. Sind also auch nur 10. Hast du 20 Stück davon? Wo, ich sehe es nicht. Da. Auch mal ein paar verkaufen. So, So hättest du eigentlich schon genug. Schon mehr als genug. Reicht es schon? Ja, schon locker. Ich guck gerade noch schnell Brachial-Cortex, da könnte ich auch noch ein paar verkaufen. So, ja, und in dem Fall würde ich sagen, wir gehen schnell los. Ich mache noch schnell die Waffe, falls ich jetzt das Geld habe. Du kannst den Hammer gleich nehmen. Müsstest du nicht mit deinem overpowerten Brachydius LS spielen. Das ist ein overpowered, aber... Ja, hier den Eisbrecher. Albert hat ja gerade eben erzählt, was der dann später bringen wird. Ich guck gerade, der sieht am Ende noch sehr cool aus, weil der sich noch verändert von Aussehen. Und da brauchen wir. Schau mal, ob der sich ja schon. Nein, der sieht dann noch gleich aus. Wird aber nice. 1000 ist jetzt eigentlich auch schon in Ordnung. Ich habe jetzt eigentlich schon länger nicht mehr mit Hammer gespielt. Wir haben meine Gildenkarte gerade auswendig. Ich zeig sie hier nochmal. Die ist aber noch Roaring, die Waffe. Die ist, glaube ich, noch Roaring. Echt? Schau mal nach. Warte. Moment, ich guck. Ah, die reicht schon. Meinst du? Ich mache auch Schaden. Glück nicht. Naga-Axt. Ja, und jetzt, welche Quest müssen wir machen? Ich bin natürlich hier schon ein bisschen weiter, aber wir müssen jetzt die Kirschblütenkönig meiner Jager eine Rosa ratieren, wenn ich mich nicht ganz täusche. Hast du auch die richtigen Objekte eingepackt? Immer die richtigen Objekte. Ich traue dir kein Wort. Vorhin habe ich Dobelberg geleistet hier in dem... Dubarokurusu? Ja. Nein, Dobelberg. Nee, wie heißt denn der? Ich weiß gerade. Dobelberg habe ich gemacht und ich hatte meine Spitzhacken vergessen. Spitzhacken. Das habe ich dann zweimal gemacht. Beim zweiten Mal habe ich vergessen, die wieder mitzunehmen, dann habe ich nochmal gemacht. So, ich hoffe mal einfach, dass das die richtige Quest ist, wo wir hier sind. Dann fresse ich mal ein Psychoserum, das ich vorsichtshalber mitgenommen habe. Bitte sehen, wo das ist. Und wo ist es? Oben. Ja, gut, dann Albert kann schon mal vorlatschen, ich komme hier hinterher. Ich bin noch viel weiter weg als du. Echt? Ja. Ich bin im Anfangsgebiet gespawnt, da wo man rauskommt, wenn man in Moggerwald kommt. Moggerwald. Wer schätzt ihn? Ja, jetzt geht's gleich richtig ab gegen die Ratian, wie ich hoffe. Obwohl, ich habe ja meine coolen Sprüche nicht. Ja, bin das ist ja voll frech. Alter, so ungewohnt hier mit blauer Schärfe. Hoffentlich prall ich da nicht ab. Weil du dich vergnüglich schätzen kannst, dass die Waffe schon blaue Schärfe hat. Ja, wegen Schärfe plus 1. Ja, okay. So, und da ist die Ratian. Ich will mindestens 2 KOs sehen. Mindestens.
So, mit der Rüstung habe ich beste Ohrstöpsel. Das hilft natürlich hier ungemein. Gegen das Licht gar nichts. Normale Ohrstöpsel auch schon reichen würde. Jetzt hör auf, legst mich ab. Wegen dir kann ich nicht zocken. Komm mal lieber hierher und... ich bin schon da. Bär hat sich nämlich hier in diesem Let's Play auf Axt fokussiert. Ich habe mit der Waffe nämlich noch nie gespielt, bevor Try, und Try war die irgendwie komisch. Ja, du hast doch Try noch gar nie gespielt. Ich habe es einmal kurz angeschnitten bei dir. Ja, bei mir angeht. Mit der, vor allem mit der falschen Steuerung, mit dieser seltsamen, die keiner mochte. Stimmt, ich durfte dann immer mit der wunderschönen Wii U-Fernbedienung und dem Nunchuck spielen. Oh, puh, ich habe keine Gegengiftchen dabei. Mich auch nicht. Egal. Nein! The bestens. Ich habe mir vorhin noch die Rathalos-Maske gefarmt. Pass auf! Come here! She's attacking you from behind. Ach, puh, ich habe keine Ausdauer mehr gehabt. Ach, verflucht, das gibt's doch nicht. So was ist mir noch nie passiert. Jetzt, Hämmerchen! Vorsicht! Scheiße. Alberti! Komm runter, du Tyrann! Alter, macht das viel Schaden. Boom, in your face! Damn it. Ja, ich komme eben aus Hammer nie ganz raus. Das ist wahrscheinlich, wird er mir immer anhaben, dass wir Fahrrad fahren, ja? Ist doch so einfach. Eben. It's nice to be nice with him. It's nice to be important, but it's more important to be nice. Scooter. Ich mag's aber irgendwie nicht, dass man mit Hammer keinen Tailcuts machen kann und so. Ja, nee, das ist halt einfach die Schwäche, sonst wäre OP. Ach Mensch. Ja, beide genutzt. Deswegen kann ich mit dem Offline irgendwie solo nicht spielen, weil mir fehlt es dann einfach. Scheiße, wäre schlecht. Die ist too strong. Warte, ich hab einen Live-Powder. Macht aber echt nicht derben, dabei. Macht aber echt derben Schaden. Huch, da kommen die Feuerbälche. Kayamba, Chacha tut sie abfedern. Chacha. Beide mit der Melungsmaske und bessere Farmergebnisse zu bekommen. Sie klauen. Solche Räuber. Ja, ich hab noch gesagt, ich hab mir vorhin die Rathalos Maske gemacht. Dum. Wirklich. Die kann Schallbomben werfen. Hä, hey, die Maske? Achso, ich dachte gerade voll für dich. Das schreit dann. Echt, hast du die schon gemacht? Ja, Alter, warum hast du die schon? Ich will die auch. Den musst du den weißen Nagiakus im Dorf töten. Nein. Danach kommt, dann wird danach für die freigeschaltet. It's finally unlocked. Ist einfach cool, wenn es auch Masken online gäbe. Vor allem für die Jäger. Ja, nee, für die Chachas aber halt. Jetzt man die auch offen. Die auch Schakalakas, meine ich. So, jetzt halt zum Kopf. Dumm. Ihr seht vielleicht, Albert geht hart ab mit Axt im Hintergrund. Ich kann mich mit der Waffe immer noch nicht richtig anfreunden. Das ist auch ein bisschen random. Aber ich mag's. Ihr passt so gut zusammen, wir zwei Randoms. So, Albert wird da hinten gerade gegrillt, wie ich sehe. Oh fuck, ich wollte gerade gar nicht loslassen. But my finger is was too low, was it? Dum. Also, es gibt lauter Sprechen. Sprichst du leise? Ich spreche immer leise. Ja, sprich laut. Die Schoße kaufte doch keiner ab. Nein, ich bin echt tot. Hey, schnell tot. Hey, Bär ist bewusst. Ich habe halt keine G-Ray-Rüstung noch. Dave momentan ist noch meine... Ja, Azur, Rathalos, Seelen, plus. G... Ja, ich habe hier nämlich eine G-Ring-Rüstung, allerdings nicht meine Höllen-Sinoke, weil die OP wäre. Deswegen habe ich mich in mein altes Gewand geworfen von der Serdois Z. Die auch G-Ring ist. Die auch G-Ring ist, aber die man hier haben kann, weil wir den Goldbart-CRD schon gemacht haben mit Cornelius im letzten Online-Part. Und Superbound! No, she's got it. Wir trappen das Teil jetzt auch nochmal. Ja, hast du auch Traps mit dabei? Ich hätte sogar theoretisch drei. Ich habe mich schon gewappnet für die nächsten paar Quests. Kann ja was, aber. Nicht immer in der Box rumstehen muss und ewig lange. Ja, das ist nice von dir. Finde ich auch. Oh ja, Meister Kayamba hat mich geheilt gerade. Das Tolle ist, dass ich jetzt One-Hit bin. Warum? Weil ich keine Maxi-Tränke dabei habe. Hey, du bist doch deswegen nicht One-Hit. Wie viel Abwehr hast du bitte? Um die 400, 438. Wie wär's mal mit Aufbessern? Die ist so weit aufgebessert, wie ich aufbessern kann. Ich brauche dafür schon die G-Range Rüststeine. Die habe ich nicht. Du Frechdachs. Wo bleibst du einfach? Ich bin ja allein. Ich muss von ganz Anfang hochlaufen. Lauf schneller. Ich bin da.
bin nicht so gewöhnt, dass die Teile mir so viel Schaden machen. Ja, das ist Cheering, bin ich. Top Cheering übrigens, ich halte es ja für ganz selbstverständlich, aber ich muss dir noch erklären, die Leute, die Cheering gar nicht kennen, weil sie nur Try zum Beispiel gespielt haben und sonst sich nicht auskennen, ab G-Rank werden die Monster nochmal richtig hart und haben auch teilweise neue Angriffe und dergleichen. Ist alles in allem halt einfach bockschwer. Und ich habe, oh ja, hast du mir ein gebratenes Steak, Albert? Ja, Moment, habe ich natürlich. Nice. Ich habe zwar selber nicht mehr so viel, aber... Als Beispiel, wie ihr es mit Frau hier sehen könnt, da könnt ihr dann immer auch die Armos hier ein bisschen bewundern. Dankeschön. Ich bring mal runter. Ja, könntest runter jumpen. Hätte ich auch runterhauen können. Du hast wohl Jumper mitgespielt. Man muss dazu sagen, dass es mein zweites G-Rank-Monster ist. Nach Goldbar CRDUs, weil ich bis jetzt... Oh stimmt, wir haben ja vorher noch die G-Rank-Arena-Quests gemacht, aber naja, die zählen nicht. Was nimmst du generell einfach immer low gewesen? Du wirst wahrscheinlich immer sein. Ja, immer. Ja, einfach immer. Das sagst du! War das bei dir auch so, dass du erst Ewigkeiten später, also erst seit... Du hast Ewigkeiten gespielt und das erste Mal gestorben bist. Bevor du das erste Mal gestorben bist. Ja, ich bin das erste Mal im High-Rank, glaube ich, gestorben. Bei, ich glaube, Demonjo oder so war. Nein, das war nicht Demonjo, es war irgendwas anderes. Irgendein Lame-Viech war es. Das allererste Mal bin ich, glaube ich, gestorben bei weißem Lagiacrus im High-Rank. Weil der mich mit seinen blöden Bällchen... Alter, was soll denn dieser Fuck? Welches blöde Scheiß-Viech... Achso, das war meins. Er tut mich da blöd rum. Ich kann nicht, komm nicht zum Angreifen, weil alles voll ist mit irgendwelchen Scheißviecher. Ja, ich tue dich auch. Aus dem Weg! Geht mir aus dem Weg! Wo bist du eigentlich? Ja, ich stand gerade vorne. Kolumption. Dieser blöde. Ja, da musst du halt aufpassen. Gerade zum Beispiel dieser Angriff konnte sie, glaube ich, im Low nicht. Doch, kann sie auch. Aber kann sie auch, aber irgendwelche anderen lustigen Angriffe kann sie nicht. Hätte der mich getroffen, wäre ich gestorben. Dann haut sie nicht zu. Hey, hast du eigentlich vorher die Box plündern können? Noch keine Vorräte geliefert. Ah, schade. Ich denke, wir trappen das halt auch hier. Ja, du kannst meine Trap blazen. Aber... Musst du nur wieder aufpassen, dass du mich hier nicht... Ja, trappen wir mal. So, Albert liegt da hinten gerade in Schockfalle. Tatscha schießt mit irgendwelchen Bomben. Ja, total blöd, die ficken mich gerade die ganze Zeit. Ja, warte mal, Oh yeah, ich geh zum Cat. Ja, wo soll ich hin? Ja, einfach an die, Alex oder an Tail. Der Tail will ich halt nicht. Ich denke halt, dass ich bald einen Tailcut habe und das bringt halt immer so voll wenig, wenn es halt in die Schockfalle reingeht und direkt danach der Tailcut kommt. Eigentlich bringt es voll viel, wenn er zumindest, wenn es nicht noch in der Schockfalle. Ich habe meine alten Hammer-Skills eben nie verlernt. Wupp. Dum, 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 dum. Ein Takt der Musik. Den Kopf zermatschen, das ist einfach schön sowas. Hier, Albert mit. Exmo! Es ist auch, dass ich an den Viecher noch abprallen im Schwanz. Judge. Nein, Judge Summer. Kombiniere ich mal schnell. Ja, neue Schockfalle. Aber wir brauchen es ja nicht totes Bellen. Könntest auch den 3DS diesen lauten Knirschen etwas weiter weg vom Mikrofon halten? Man sich so extra laut. Man hört es sowieso nicht. Lügt nicht. Jetzt wird am Ende mit der Rauschfilterung rausgefiltert. Das ist lauter als deine Sprache. Natürlich. Deine Feuchte. Deswegen haben wir auch diesen schönen Spuckfilter vor dem Mikro. Ja, pop. Extra so, wo ist denn die? Ja, hier müsste die doch jetzt dir kommen. Ach, da. Sie hat mich. Sie ist, glaub ich, jetzt. Nein. Rentenblöd. She won't eat. Du. Ja, sie hat, kann nicht mehr Feuerbällchen machen. Positiv. High five. Mann, ich glaube, das muss ich rauspiepen. Nein! Du musst es sowieso nicht. Wir haben schon so oft gesagt, dass wir irgendwas rausschneiden werden, haben es irgendwie nie rausgeschnitten. Letztes Mal mit Cornelius irgendwie im Online-Part und dann er so, das piep ich raus und auf meinem Kanal gibt's was nicht. Ich so, dann schaut da gerade der Kröller, kriegt der alles Unsitz. Nur weil ich zu faul bin. Machst du auch immer Werbung für deinen. Ja, dem gegenseitig immer. Oh nein, da kommt ein Feuerbällchen. Ah, nee. Sie ist, weak. Du. Ich glaub, jetzt kommt einer. Scheiß, guck da. Der kann trotzdem treffen. Da hab ich übel viel Rüstung gegen Feuer und bin trotzdem fast tot nach einem Feuerball. Ja, das ist eben Cheering. Deswegen ist es ratsam, sich da irgendwann eine Armor zu machen. Sonst wird das echt hart. Ich glaube, ich mache mir die Cheering-Rosa. Ratieren. Schützenrüstung. Scheiße, bist du.
Das ist sowieso eine Eventquest, ein Bärspiel macht einfach immer nur irgendeinen Dreck und ich muss die ganze Arbeit machen. So, ich spiele mit Garten, kann überhaupt nicht mit Garten, ich spiele mit Huntinghorn, kann nichts mit Huntinghorn. Wir haben die Quest geschafft. Ja, aber nur weil ich so hart abgehe. Total. Ja, eben, siehst du ja, ja gerade. Und ich habe immer Angriff plus geblüht. Ja. Damit du noch mehr Schaden hast. Ja, eben, und ich war voll hilfreich. Wenn du die Quest alleine gemacht hättest, hättest du ja, keinen Angriff plus. Driller! Was? Nein! Einfach nicht getroffen. Hilf Gott, nuts. Immer doch. Oh Mensch, ey. Ja, ohne Gegengift, das war natürlich jetzt schon ein bisschen lame irgendwie. Weil du eine Low-Rank-Waffe hast. No Bock. Ja, weil du mich gezwungen, genötigt hast, diesen Quatsch hier. Ich wollte nicht, dass du mit OP ins... Ja, das ist nicht zu OP. Das geht eigentlich schon, das ist beides. Wenn ich mit der Lanze, mit der nächsten Quest spiele ich mit der Lanze von Brachydios. Die habe ich nämlich noch nicht aufgebessert. Ja. Also die ist quasi erste Stufe. Spiele ich mit der Brachydios Axt. Vor allem, ich habe glaube in der Rüstung ja auch Bombardierer drin. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Aber ich kann es reinmachen auf jeden Fall. Jetzt habe ich es gerade nicht drin, habe es jetzt eh nicht gebraucht. Boah, Mist, ich wollte gerade... Habe so einen Ansatz durchgemäut, aber danach wurde ich genutzt. So, nur noch 10... Vorräte wurden gerade aus noch geliefert. Ja, genau. Zum Vorrätchen in Ehren sind nicht zu verwehren. Wenn ich nochmal sterbe, kann ich sie holen. Einen Scheiß wirst du machen, Alter. Hey, wie geil, es hat nichts abgezogen, weil genau im gleichen Moment jemand Gesundheitsplage gemacht. Ja, ich glaube, das war Chachas. Panschwanz ab, das ist blöde. Sonst würde ich schon den Tailcut machen. Greif halt die Füße an, dass sie schnell. Ich will aber einen Tailcut machen. Wie lange wir einfach brauchen. Ja. Du Lowering-Waffen, ich Hiring-Waffen. Ja, ich gehe schon ab nach bestem Wissen und Gewissen. Du spielst mit Lowering-Waffen gegen G-Ring-Monster oder so. Was möchtest du? Ja, du wolltest das. Ist doch egal, passt doch. Haben wir ein paar, der ein bisschen länger geht. Ich sterbe hier gleich, weil ich kein Tränke mehr habe. Nicht? Überhaupt nichts? Ja doch, ich habe schon nur ein bisschen Wasser, aber nicht mehr viel. Dum, dum, dum. Jetzt! Superbauen! Na, sie ging zu auf LBE, ja? Jetzt nicht, mein Freundchen. Früchtchen. Moin! Good morning! Third time KO. Dum, 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 dum. Bist du ja, als hier das Eis überhaupt anfällig ist? Ich glaub schon. Wahrscheinlich Eis hat mehr plus 10. Es ist Feuer, das muss Eis Schwäche haben. Ich glaube, ihr ist der Drachenschwäche. Nein, ich hab mir mal, glaube überlegt, dass ich. Ja doch, die haben Eisschwäche. So minus 1. Minus 10 Drache. Drache und minus 40 Brachydios. Aber meistens Drache. Ach Mist, jetzt hat Chacha keine von diesen Bomben mehr geworfen. Ja, das wirft immer nur die Bomben, wenn es wie schon gefarbt ist. Also wenn es schon gepaintet ist. Ja, das macht natürlich Sinn. Ja klar. So müssen Chacha macht immer Sinn. Ja. Wie es gerade dumm rumläuft mit seiner Maske. Ja, gucken wir mal nach, wo die Radiane ist. Ich habe auch Psychosee. Halt, ich geh ganz kurz an die Box. Es ist wieder oben. Gut, dass du das trinkst, bevor wir in die Box gehen. Dann geh an die Box und ich paint das Vieh schon mal. Dann geh ich aus dem Gebiet raus und warte auf dich. Oder kämpfst einfach. Nein, ich kann nicht kämpfen. Was sind Schallbomben? Nein, das sind Flashbombs. Wenn ich mich nicht ganz täusche, ja. Und Gegengift. Nein, die hier waren nur so grau von hier. Oh ja, Farbbälle, davon habe ich nämlich leider zu wenige, weil ich die blöderweise mal alle ersetzt habe versehentlich. Gegen was? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwie völlig random. Ich habe irgendwie gestartet und dachte ich so, hä, wo sind meine Farbbälle? Und dann sind sie weg und ich vermute, dass ich sie ersetzt habe. Vielleicht sind ja auch leer gegangen. Ich musste die ja auch nachkombinieren, weil ich keine mehr hatte. Ja, wenn kein Monster, dann sind die mir bisher leer gegangen. Irgendwie. Ja, mir auch nicht. Lüg nicht. Das ist immer zu wenig. Immer einfach. Ja. Ich immer zu viele Farbbälle verwerfe. Wie heißt der auch übersetzt? Der Farbballlose. Habe ich letztens nachgelesen, das ist Latein. Also, Albert meine ich jetzt. Ja, klar. Man heißt tatsächlich der Farbballose, also. Vor allem der Balllose. Ja, also vor allem der Bällchenlose. Kann man auch so schreiben, Farb kann man halt noch dazu nehmen, das ist dann bei den Lackierern. Also bei den, ach, keine Ahnung. Irgendwann zwischendrin hat es keinen Sinn mehr gemacht. Wo du mit den Lackierern. Nein! Ich konnte dich außerhalb keine Ausdauer mehr. Dave is weak. No more stamina. Can't run. Und dumm. So, jetzt kommt hier die Flashbomb, du doofes Vieh. Die ich verhau. Niemals. Doch, hast du echt verhauen? Ja, klar. Aber jetzt die verhau ich nicht. Zack. Glück gehabt.
Pass auf, nochmal so eine blöde Bombe. Jetzt, wo es gepaintet ist. Jetzt fangen sie wieder an. Ne, keine Ahnung, was das soll. Die hält eh nicht so lange. Lecker. Nice. Nice today. Jetzt noch den einen, oder? Haben wir ja noch das eine. Den einen Flügel wäre noch cool. Dann hätten wir alles. Weil ich beim nächsten Mal hinfallen. Du weißt ja ganz genau, welche Waffe ich im nächsten Mal nicht mehr spiele. Das war diese unterpowerten Waffe hier. Also sie muss unterpowered sein, sonst würde ich niemals drei Dinge zu kriegen, drei K.O.s. So, ich gehe mal schnell den Tail ausweiden. Na, der Pferd fleißig weiter schnetzelt. Wie, welche Stufe ist eigentlich deine Axt? Das hast du so gar nicht. Sechs, oh, Radian, sechs, glaube ich. Ja, das ist das Ultra-Item. What? Second time! Got it, second time! Weil du brauchst es gar nicht, das ist das Tollste. Jetzt behauptest du überhaupt, dass du nicht stirbst. Ich stirb nicht. Das heißt, es ist unrange. Ich glaube dir kein Wort. Du. Ja, richtig spannungsgeladen hier der Kampf. Hat ja ein Scherbe. Das ist diese. Das ist der Panzer. Das ist der Panzer. Nice. Gerechte Verteilung, je nachdem wie viel Schaden man macht. Das ist echt so. Je nachdem wie viel Schaden man macht, kriegt man gute Items oder auch halt nicht so gute. Nee, natürlich nicht. Ah, Mensch. Ja, ich spiele gleich gerade ranzig. Das liegt einfach nur daran, dass ich keinen Ton habe. Natürlich. Das ist echt sehr gut. Good job. Ich spiele jedes Mal online mit Cornelius ohne Ton. Weil sonst wäre es in der Aufnahme drin. Zuck. Du könntest eigentlich Kopfhörer anschauen. Ah ne, du wirst ja mich nicht mehr hören. Meine gesalbten Worte könntest du nicht doch, mehr hören. Doch, würde ich immer noch leise im Hintergrund hören. Das wäre ja, vielleicht das wär, ganz gut. Nein, das wäre schade. Wirklich sehr schade. Na, dumm. Mein Controller trieft schon so von dem Schweiß, den ihr gerne hättet auf eBay. Also ich den Schweiß. Zack. Toll, ich dumm, dumm. Ja, vor allem, weil du weder mich noch Ratchen getroffen hast, du voll gut. Doch, ich hab Ratchen schon getroffen. Nein, doch. Wirklich. Die äußere Schwanzspitze hab ich getroffen. Ah, vor allem, wir haben das so kleinen, gell? Also, es hat zu wenig Reichweite. Schon mal, ist so ein kleiner kompakter. Der ist, hat im Prinzip was von, Fuze? Nein. Klein und kompakt. Vielleicht können wir es trappen. Also, cappen. Ja, können wir mal probieren. Austesten. Und wenn nicht, dann töten wir es halt. Ich leg mal hier. Auf, dass sie mich nicht wegnatzt. Doch, tut's. Dann leg ich mal hier hinten. Moment. Jetzt. Was du geplaced, wo bist du eigentlich? Finde ich gar nicht. Piep, 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 tüp, 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 tüp. So. Und drin. Wirfst du, ich greif an. Ist drin. Nice. Job. Job. Ja. Ja, das hätte doch ein bisschen länger gebraucht. Boah, ich brauche jetzt 23 Minuten, voll der Hardcore-Part. Ich brauche jetzt auch unbedingt eine andere Waffe. Obwohl, eigentlich haben wir gar nicht so lange gebraucht, das Anfang war ja noch ein bisschen Laber und so. Ja, trotzdem, nice of days. Wir haben es geschafft. 19 Minuten. Passt doch. Exquisite. Bon appetit, les exquisites. Das ist keine Dinge. For mehr. Our French viewers only. Warte. Warte, ich würde dir gerade eine geben, ja, damit du farben kannst. Du kannst nichts mehr nehmen. egal, ich brauche diesen Scheiß nicht. Dann will ich aber selber farben. Wer schon Thierry Mirales im Alleingang erlegt. Bitterkäfer. Ja, guck doch rum. Lass mich noch einmal abbauen. Nichts gibt's. Quest dafür. Ich bin im Aufladen los. Ja, und damit haben wir die Quest geschafft, liebe Freunde. Schauen wir mal, was. Ja, was es heißt und was es jetzt gibt. Verlust ich eben schon wieder so einen Ultra-Himmelschuppe von heute. Ja, voll geil. Second Time. Schauen wir, was ich für heute bin. Cornelius hat sich hier grün und blau geärgert, wo ich die eine bekomme bei der ersten. Ein altes Amulett und ein Radchen-Rubin. Echt, das ist ein Rubin? Wo ich gar nichts gemacht habe. Random. Ja, Monster, und damit haben wir die... Monster-Prügelknochen. Ja, Fortschritt speichern würde ich sagen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier in Monster. Normalstock. Normal. Ich kann es gar nicht lesen mit dem... Warte, ich muss es in 3D genießen. Normal S hoch plus 5 und Zerstörer plus 2. Ja. Ich weiß noch nicht, was Zerstörer ist, dann nehme ich die mal. Zerstörer ist nice. Nein, glaub ich. Ja, es ist doch nur um damit du die Schwachstellenwirkung. Ja. Ja, doch, das ist das sogar echt nice. Also würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, liebe Freunde. Und man sieht sich und man hört sich.
riecht sich. Riecht sich. Leckt sich. Tschüss. Tschüss.